Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy 7 Remake Integrate. Oh yeah. Part 5. Habe ich das schon gesagt? Ich weiß. Nein, hast du nicht. Leute, für die Leute, die sich jetzt wundern, wo Sinistra bleibt. Gute Frage, Leute. Aber wir hoffen mal, dass er irgendwann Zeit hat. Können wir ja mal selber fragen, warum er hier ist. Das können wir dann nächstes Mal fragen, wenn er mal hier ist. So Leute, ich bin jetzt voll gespannt, weil jetzt geht's mit der Story weiter und ich will sehen. Geh mal, kannst du mein Apartment aufmachen? Ich sag mal schon, Leute. Ich kann gar keins, glaube ich. Das ist Tifas. Nein, das war meins. Das ist Markus. Ach, und ganz links ist Tifas. Marco. Der heißt Marco! Ja, sorry. Ich finde diesen Namen so lächerlich irgendwie manchmal. Ich nicht, weil ich kenne den aus Metal Slug und ich mag den Namen. Was? Ja. Okay. Ich will mit Marco nichts anfangen, wirklich mit dem Namen. Ja, mal gucken, was sie ich kannte auch einen Marco aus meiner Klasse und seitdem mag ich den Namen auch nicht mehr so. Aber egal, auf geht's. Got the place a guard dog. Figured it'd spare my tenants the trouble of chasing off nosy men. Okay, sind das einfach die ganzen Banditen, die da hinten im Gassen herumkämpfen mit den Ratten? Sag sie noch was? Ah, have business with the Merc, do you? If it's a job you want done, he's your man. But otherwise, don't bother. Oh. Für alles andere interessiert er sich eh nicht. Das war's, haben schon gesehen. Ja, meint sie nicht anscheinend. Geil. Ich meine, sie hat nicht Unrecht. Claude ist gerade halt empathisch, halt nur noch einen. Die Leute sehen auch so richtig so real ausgefühlt. So. Ja. Meinst du von den Gesichtsstrukturen und so? Ja. Von das auf der PS4 war auch, aber hier sieht es einfach besser aus. Ich wundere ein bisschen, dass Yuffies Beine so dünn sind. Das war schon immer. Aber so krass. Guck mal, wenn du es vergleichst einfach. Es sind noch Männer, Bruder. Ja, okay, sorry. Schau dir mal meine Waden an, Alter. Okay. Ja, ja, okay, ich hab nichts gesagt. Alles gut, alles gut. Okay, warum ist deine Map aus? Ich hasse sowas. Du hast recht. L2. Ja, okay. Nein. Okay. Ich glaube, wir müssen gerade sogar zur Main Story hin. Guck dich einfach um, Bruder. Dir kann niemand was vorschreiben. Okay. Gönn dir einfach. Guck dir alles an, was du willst. Fort Condo? Die ganzen Leute können die Fresse halten. Fort Condo? Außer Fort Condo, bitte. Davon habe ich genug. Buy one, get one free. Ich frage mich, ob sich hier irgendwas groß verändert hat, aber ich glaube eher nicht, oder? Vielleicht nur ein paar. Aber wir können mal im Shopkeeper nachschauen, was er zu sagen hat. Well now, that's quite the get-up you're sporting there. Ja, in der Tat. Sehr süß und auch... Etwas Positives, was er sagt. True. Ich meine, gegen Cloud ist er logischerweise ein bisschen... Ja, klar. ...gewesen, weil er halt, ne? Wiederbeleben? Okay, aber ziemlich... You want Revive, you want Gift, you want Barrier, im 16.000. Barrier for sure, nehmen wir einmal mit. Wiederbeleben nehmen wir auch mit für später. Ach Leute, im dritten Part wurde ja so ein gewisser Sonnen... Sonnen, wie sprichst du Sonnen? Sonnen. Sonnen. I don't know. Sonnen! Er wurde ja so ein Sonnen. Sonnen, what the fuck, man? Er wurde auf jeden Fall angekündigt und das ist ein neuer Charakter, den kennen wir beide nicht. Der ist jetzt für Remake Integrate neu. Und ich bin gespannt, was das für einer ist. Wie er in die Story implementiert wird. Ich meine, wir haben ja schon kleine Snippets schon gesehen aus den Trailers, so wie er sich ein bisschen verhält mit Yuffie. Aber wir wollen jetzt nicht viel spoilern. Richtig, so die Leute, die den Trailer jetzt nicht gesehen haben. Ich meine, ich frage mich, wie gut er reinpassen wird. Ja, ich glaube es nicht mehr. Das war's schon. Ich könnte da noch Gift mitnehmen, habe ich gerade überlegt, also Toxin, aber ich glaube, nee. Wenn du Gift nicht benutzt, dann kaufst du nicht. Das ist ja dein Game, weil du spielst ja ich weiß, wir haben sowieso keine Slots erstmal mehr gerade, das ist halt ein bisschen schwierig. Aber ansonsten, ich finde es ein bisschen schade, dass wir halt keine Musikstücke haben, die wir einsammeln können. Oder kaufen können. Ja. Ich hoffe, es gibt da noch was, aber es sieht irgendwie nach Nein aus. Vielleicht irgendwie mit einem Instrument, was mir zu gut passt. Ja. Das wird ziemlich cool. Ich glaube aber fast nicht. Mars Soft Drinks. Mars Soft Drinks. Coffee. Kannst du in Seventh Heaven reingehen, bitte? Ich denke schon. Denkst du? Und du musst doch den Weapon Store all abchecken. Alles möglich, ja. Warte. Du musst dir alles noch anschauen. Kannst du rein? Kannst du rein? Ah. What the fuck? Sie kann... Sind das wieder die Geister? Im Ernst? Sie darf nicht rein, weil sie dann... Sie war da nie drin, das macht Sinn. Aber... Da, ciao, bist du das? Hast du gelesen? Ja, what the fuck? Oh, nochmal. What is this? Gute Frage. Das ist voll... crazy. Sagt Jessie noch was anderes? Ich glaube nicht, oder? Schauen, Leute. Sie ist stinkig wahrscheinlich nur, weil sie verloren hat. Nee, lass mal. Nein, bitte nicht. Fort Condo? Nein, Star! Fort Condo? Spaß. Wo ist der Weapon Shop nochmal? Dafür müsste ich auf die Map schauen. Nee, nicht da. Da auf jeden Fall nicht. Okay. Du kannst aber überall hinlaufen, Bruder. Ja? Wir können auch kurz noch. Ja, geh einfach geradeaus. Guck dir die Scheiße nicht an. Ich würde sagen, wir können auch mal kurz vorm Bahnhof starten. Lol, die gleiche Frau von vorhin ist da.
Die rothaarige sieht aber genauso aus wie die da vorne. Zinni? Maybe? So, hier haben wir die Guards haben wir abgeschickt. Mein bester Freund Roach. Roach, Roach. Pierre Roloche meine ich. Ich denke, hier kommen nirgendwo. Was ist das für eine geile Musik? Stan wahrscheinlich, oder? Was ist das? Ich finde es so geil, dass das kein Radio ist, sondern einfach so ein Ding, was so. Grammophon, Alter. Ja. Ey, der Typ! Popmusik. Nee, ist das ja nicht, das ist ja nicht. Das gucken wir an. Der ist, so, vor, der ist sowieso ja, hinten, der spielt gerade aus. Mit seinem Falcondo-Set. Das ist schon wieder die gleiche Frau, die rothaarige. Don't let them. Bleed the planet dry. Das sind neue Poster, die gab's vorher nicht, ne? Nein, das sind alte Poster. Sure? Ja. Damn, ich hab's nicht mehr in Erinnerung. Krass. Chocobo. Und die Getränke, okay, das ist alles, glaube ich. Das ist so geil. Ich könnte einen ganzen Partner mit verbringen, mir die Sachen hier anzuschauen. Und wieder Loveless. Mir ist, ja, Loveless, ne? Mir ist es so spät aufgefallen. Loveless hat ja vielleicht hier eine größere Bedeutung, ob ja, ein bestimmter Charakter hier integriert ist. Integrated ist. Leute, ich empfehle euch, Final Fantasy VII Dirge of Cerberus zu gucken. Das ist super gut. Bevor ihr das hier guckt. Um ich mein, mehr zu verstehen. Man hat halt so, so viele Bezüge, die man einfach ziehen kann. Also zu Sachen, wie sich Charaktere verhalten, was wann passiert so ein bisschen. Ja. Ich bin gespannt auf die Verbindung oder auf die Beziehung von zwei Charakteren, die wir später kennenlernen werden. Ja. Wie sie sich so verhalten. Weil man hat nicht so viele davon mitbekommen, finde ich. In Dirge of Cerberus. Was ich ein bisschen schade fand. Das stimmt schon, ja. Weil eine gewisse andere Person interferiert hat vielleicht. Ja, du musst ein bisschen spielen und reden gleichzeitig. Bitte. Ja, ist schwierig. Schon, aber hier scheint auch nicht groß das neu zu sein. Das sieht auch geil aus, aber das war ja schon. Auch von der Stelle cool. Ich habe aber das Gefühl gehabt, das kam aber erst in späteren Chapter, glaube ich, mit den Postern dazu, oder? Die Poster hast du gleich in Chapter 2 gesehen, Chapter 3 gesehen, als du hier warst. Oh, das ist schon rübergeklebt worden und hier ist auch nichts Neues zu der Kamera wieder und das Konzert und die Katzenaugen, okay, gut. Ich glaube, dann gehen wir einfach mal zurück und können eigentlich theoretisch gleich mit der Main-Story starten. Ja, aber wir sind schon 8 Minuten in, ne? Yes. Oh, das ist such a cute hat. I love Moogles. Oh. Ja, we too. Thanks, I guess. Für nix wieder. Ich sage, wir nehmen zwei mit. Das bringt ja aber gerade nichts. Eine. Wenn du stirbst, bist du tot. Ja, ja, schon. Ich meine, wenn wir halt noch richtig. Einen Companion bekommen, falls wir noch einen bekommen, keine Ahnung. Kann ja passieren. Schon wieder diese Frau, Mann. Warum ist sie die gleiche? Impossible. Die ist überall im gleichen Ort. Ja, ich meine, sie hat grün an. Das ist ja, okay, komm. Passt, I guess. Und rote Haare ein bisschen so. Da schon wieder. What the f? Ich sag's ja, ich glaube, sie sucht Bonnie oder so, keine Ahnung. Bonnie? Oh mein Gott. Bonnie. Rottweiler? Oder wie hieß sie? Ich doch nicht. Wow. Gar kein täuschend. Plan. Aber wir müssen zurück in die Basis. Ich will jetzt unbedingt wissen, wie es weitergeht, Alter. Same. Aber ich will aber auch gleichzeitig hier alles sehen, das ist das Problem. Ich glaube, wir rennen vielleicht mal ein bisschen hier rum. Oder Leute, seid froh, dass wir das Let's Playen und hättet ihr das alles gar nicht sehen können. Ich kann die Map nochmal sehen. Wo ist die Map überhaupt? Einfach nur den Touchpad drücken. Ah. Das Schildkrötenparadies. Was ist jetzt das? Das Schildkrötenparadies, was ist das andere? Das andere ist die Main-Story, glaube ich, ne? Ja. Eine Spionin in Sector 7. Dann musst du erstmal dahin, oder was? Ja, Schildkrötenparadies. Und dann noch können wir kurz noch zum Waffen. Mach doch jetzt zum Waffenshop kurz. Da fahren wir theoretisch schon. Noch nicht. Na ja, gut, okay. Dann schauen wir da nochmal ganz kurz vorbei, ob wieder irgendwas Neues ist. Ich glaube nicht, weil du hast drei Waffen, die du noch nicht gelevelt hast. Ja, ich meine. Werbemusik des Schildkrötenparadieses. Mit dem musst du ja gleich reden. Gucken Sie an, was macht der da? Ist der Ninja Turtle oder was? Der Typ ist geil, nichts gegen ihn. Ich weiß, aber ich glaube, ja. Da geht's wieder in der Main-Zone. Jetzt gehen wir kurz nochmal zum Waffenladen und schauen da vorbei. Aber wir konnten vorher noch nicht so viel kaufen, glaube ich, oder gar nicht. Ja, ich glaube, da ist jetzt auch nichts Neues. Aber man guckt halt gerne. Wenn du meinst, verkaufst du vielleicht einfach irgendeinen so Trash, was er gerade gefunden hat. Ich würde sagen, wir warten erstmal. Ja, das ist doch alles mega teuer, ne? Ja, und wir haben irgendwie ein 10.000. Waffen gibt's auch nicht. Und dein Ninja-Armreif ist ja auch mega geil, weil doppelte Erfahrung. Ja, das so. Macht keinen großen Sinn. Eder wäre halt cool, aber das gibt's ja nicht. Warum kann man nirgendwo so ein Eder kaufen, Mann? Wir haben nix. Wir haben keine LP, gar nix. Ja. Halb so wild. Wir können nochmal oben kurz vorbeischauen. Dafür gäbe es ja Chakra eigentlich, ne, damit du dich heilst. Ja, stimmt. Ohne MP zu verschwenden. Die Tür ist leider zu. Können wir rein luschen vielleicht? Warte mal, ich will mal Big Switch und Jesse sehen, ey. Ich meine, also die sitzen da jetzt irgendwo rum. Die Kinder sind immer noch am Trainieren, oder Männer? Ja, Mann. Okay. Das bin ich, der auf dem Boden liegt. Nachdem Sinistra mich zusammengeschlagen hat. Ich würde sagen, Sinistra ist er hier. Ja, das ist hundertprozentig. Er hat auch einen Bart, passt voll. Du bist der da mit Kniebeugen und ich bin der da am Boden.
Könnte auch ein anderer Charakter sein. Das könnte auch ein anderer Charakter sein. Ja. Ein bestimmter Charakter. Den man schon gesehen hat, man kann drüber reden. Also dieser Typ mit den, ne? Mit den schwarzen spiky Haaren. Okay, bitte jetzt nicht zu viel los. Okay. Ich meine, ich hab... Wir haben 10 Minuten verschwendet. Es ist nicht verschwendet, aber die Leute wollen halt auch Story sehen. Ich auch. Und du auch. Let's go. Und schau dir mal kurz das Poster an. Schau dich das an, das ist mega schön. Es ist so ein bisschen kalligrafisch gefühlt gehalten, also Kalligrafiezeichen. Und da sind doch diese Dinger dran, die zu mitnehmen, diese blaue... Ja. Die Sachen, die man zu mitnehmen. Oh, the joy and cheer that await at the happy turtle. Ho ho, greetings, Softshell. So, how many of those flyers did you find? What? Ahem. Collect just 6 flyers for the happy turtle, and a one-of-a-kind prize could be yours. Ring any bells? Nope. Well then, allow me to explain. The happy turtle's running a contest. And the rules are simple. All you have to do is collect 6 of our fabulous flyers from around Sector 7, and you'll earn yourself a prize sure to delight even the dourest diamondback. Sadly, a handful of locals have taken to acting like stinkpots toward anything Mutaian, especially since the bombings. Some have even gone so far as to tear down my poor posters. Little wonder nobody's won yet. Bummer. Which leaves me in a pretty predicament. But hey, my pain might be your gain. By collecting just a handful of flyers, you could be the first, and at this rate, the only winner of the most testudinarious contest in Midgar's history. This here is a sample of one of our ads. Breathtaking, isn't it? Now it's up to you to find all 6. Leave no shell unturned, no pond unplumbed. That prize is as good as mine. Ah, since you're here, you wouldn't happen to have any Condor coins on you, would you? This job may keep a shell over my head, but my real passion's coin collecting. I'd gladly part with some oddities and commodities in exchange for those little beauts. Oh! Oh mein Gott, auf geht's! Ich finde eine Benutzung, nice! Oh mein Gott! Bretter, natürlich Bretter, wow! Müssen wir dir noch... What the fuck? Können Figuren und Bretter kaufen wir ihm, I guess, für Fort Condor Coins. Was anderes nicht? Nee. Oh! Eva! Ich weiß nicht, ob du... du sollst nicht deine gesamten... So ein Spaß. Aber wollen wir eine kaufen? Ist der Typ jetzt extra nur deswegen da? Meinst du? Für Fort Condor Bretter? Für Fort Condor und für seine Broschüren, ne? Das was geschenkt. Vielleicht verschenkt er was für Fort Condor, vielleicht auch nicht. Brett kostet 5 Coins. Ich kauf mal 2 davon. Yes. It's your game. Ist ein Äther. It's your game. Wie sieht so happy aus dabei? Leute, ich würde sagen... Persona nennt mich zurück ist. Neben Story Schnitzeljagd. Das müssen wir jetzt sowieso machen. So, würde ich sagen, Leute, wir werden jetzt cutten und offscreen alle 6 Flyer suchen. Ich denke, es gibt dafür heute Indizien. I don't know, es wird so sein wie die Katzen damals, glaube ich. Bis gleich, Leute. Musst du dich jetzt anschleichen oder was? Ich habe keine Ahnung. Lass dich nicht vom Hund bemerken. Wie geil ist das denn? Er ist aufgestanden. Bin dahinter. Tetris? Das ist wie Mario 64, wenn die Piranha-Pflanze steht. Ist die Frage Tetris, wenn ich dahinter stehe, kann ich mich doch einfach bewegen. Nein, du darfst dich nicht bewegen. Auch nicht, wenn ich dahinter stehe. Ich weiß ja nicht. Ausprobieren. Jetzt kannst du. Das ist wie ein Mario Party Minigame. Du darfst dich nicht bewegen, wenn er nicht schläft. Kein Stück bewegen, wenn du bist. Oh, sweet. What do you think you're doing, young lady? Ah! And what do you want with that exactly? Better yet, who are you? Heard some punks have been hassling the nice people at the Happy Turtle, ripping down their flyers. Are you one of them? Mm-mm. So you're trying to sneak a peek at the Merc? Not that I blame you. Boy's easy on the eyes. Hey, Junge, hör auf mit reden! Ist gut! But cut your losses, honey. Unless you like your men silent and emotionally unavailable. Whoa. Merc's built a wall around himself so damn high, even he can't see over it. He'll never tell you what he's doing. Was soll das? And that attitude of his... Tschüss! Okay! To him, but would he listen? Would he? I'm really not here for... whoever he is. Then what are you here for? For, directions.
but I'm all good now. Thanks. What the fuck war das? Was ist das denn für... Was ist das für Würmer? Was ist die? Keine Ahnung, die... Da warst du schon irgendwo. Ich bin so, ja, ich bin so verwirrt. Schon mit dir, nochmal. Sorry, Merc's not here. Ja, wir wissen's! Here for advice? Then I have to wait your turn. Something about today. Not sure why. Das ist ein Leiter im Hintergrund. Oha! Hochgehen? Jo, geh hin! Let's go! Und vorher? Kann ich mehr machen. Ja. Na? Wutai ist praktisch auf unserem Doorstep. Wir müssen prepare for war. And quickly! Nein, jetzt musst du darüber springen. Ah, und das kaputt machen wahrscheinlich. Got him! Happy Turtle! Tut mir leid. Ich meine, er hat sich doch mega gefreut darüber, dass er das verteilen kann und jetzt machen wir sie kaputt. Mann, ey. The Gumshoe Ninja strikes again. I was planning on making that. Das kommt aus meinem Ach, Kontrolle! Ach so! LOL! Ich dachte, warum ist die so. Ich dachte auch immer, hä, ist das andere Kopfhörer oder was? Ist so laut? What the fuck? Die Musik kommt auch aus dem PS5-Controller. Ey, das ist meine Neuklingelung, glaube ich. Wenn ich dich anrufe. Happy Turtle! Wieso bist du nicht rangegangen? Ich hab mir die Musik angehört. Happy Paradise? Was the fuck? Ich glaube, vorne war ja auch rechts eins jetzt gleich. Episch! Ist bei Roche vielleicht eins? Bei ja, ist es. Safe. Mein bester Freund ist er? Yes, er hört auch wahrscheinlich Happy Cello Musik. Hey, over here! Can't believe those freaking morons. They damn near got themselves eaten trying to hide that stupid poster. You stay away from that factory, you hear? Place has monsters coming out of the walls. Nein, ich will da hin! Wir müssen da hin, wir brauchen die Flyer! Ja. Kannst du da jetzt echt nicht hin? Du musst da hin. Doch. Ah, kannst du einfach reingehen. I know the theme. Diese Drecksfabriken, ich hab sie gehasst. Echt? Was ist hier los, Alter? Gimme that. Alter, ich liebe Rhythmus. Kannst du auch auftreten, ne? Ist auch cool. Geh. Ich glaub, das ist. Oh mein, das ist das offen hier. Lol. Und eine Materie. Oh. Wahrscheinlich ist das Gebet. Nochmal Chakra, okay? Wir haben zweimal Chakra. Ein neuer Gegner! Ja, das ist ja das. Ja, das haben wir schon gesehen. Elemental Ninjutsu. Dann jick sie mal! Und zeig den Leuten mal den Elemental Ninjutsu. Wie kann ich das Target wechseln? Mit dem Steuerkreuz, glaube ich. Ah, okay. Das kannst du auch ändern, wenn du willst, zum rechten Stick. Mach ich, glaube ich, bald mal. Gefällt! Ich würde sagen, wir machen erstmal kurz Analyse. Und zwar. Hippokam. Biorad habe ich schon analysiert. Eis. Elemental Ninjutsu. Eis Ninjutsu. Auf geht's. Okay, alles klar. Bam! Also muss auch den anderen schlagen. Nicht die Biorad, die ist nicht anfällig auf Eis. Warte. Ein Steuerkreuz. Warum schwebt der so komisch in der Luft? Es ist so geil ohne Scheiß, ne? Also mir ist das ein bisschen zu much. Ich liebe dieses Flashy Game. Was ist hier irgendwo? Ist Turtle Metal oder was? Das war da unten, ja. Turtle Metal, Alter. Und nochmal Frost Ninja zu. Nicht schlagen, wenn die das machen. Gleich zweimal erhalten, sehr schön. Können wir das auch gleich mal leveln. Take this and that und dann das und das und das und... Yeah! Töte es! Vernichte es! Oh. Hier ist die Animation von Eis! Also möchte ich aber erstmal was sagen. Wenn ich ein Best-of schneide und es laut wird, dann fragt sie sich selber immer, warum ist das so laut? Aber der schreit gerade eben, versucht ihn mal so leise zu machen, dass er nicht nervt. Ja, Bro. Geh doch dahin! Ja, okay!
Digga, ist das echt ein Metal oder was? Was ist das? Iiii! Oh, Tina. Was nochmal gegen die Apple? Eis. Wir müssen erstmal analysieren. Das. Eis. Du bist poisoned. Iiii! Sticky. Frost. Die Musik ist so weird, die beiden Themes nebeneinander zu hören irgendwie. Boah, sieht doch voll. Die sehen voll eklig aus, die PS5, ey. Was du? Frost. Das ist okay. I'm pretty sure, siehst du? Und ich würde sagen, du wechselst die Waffe gleich mit. Ja. Du auch Alter, wie Yuri auch schreit, ne? Wenn sie geschlagen wird. Töte es! Mach es schockanfällig! Du hast zwei Ehe, dabei Mann. Ist schockanfällig zu machen! Ja! Eis! Eis! Eiskalt! Eiskalt! Oh, ich wünschte, es wäre jetzt auch gerade eiskalt hier im Zimmer. Bruder! Du bist einfach gleich tot. Du hast was? Übertrieben ein bisschen. Oh, hast du die Materie auf ihrem Shuriken gesehen? Wie schön das aussah. Nee, warte. Ey, das ist zu gut am Scheiß. Warum haben die eigentlich 80 Millionen Leben? Kannst du mir das mal sagen? Oh, das gibt auch schön davon weg! Ah, Autsch! Wie sie auch No Biggie sagt, ne? No Biggie. No Biggie. Ein bisschen Fahrspiel, denke ich mir. No Biggie. Fuck. No Napping! Wenn du jetzt stirbst, hast du es verdient, was soll ich sagen? Ey, frech. Nein! Yuffie, hör auf! Alter, du schläfst richtig lange und das Gift schickt dich voll! Weg! Zweifel, Omaiwa, Mo, Shinderu, Nani! Ey, zu geil. Heil ich mal bitte. Ja, mach ich. Oh, sehr gute Materie. Die werde ich im Hardmode brauchen. Erstschlag. So Leute, da sind wir wieder. Wir sind einfach an diesem scheiß Ding vorbeigelaufen. Wir waren hier eigentlich schon richtig. Yep, wir haben es noch nicht gesehen. Wir müssen einfach nur der Musik folgen und dann... Passt ungefähr, da habt ihr halt zwei kleine Hydras, die wir ja gemacht haben. Richtig. Oder die Hydralisken, keine Ahnung. Gotcha! Das ist so geil! Ich weiß nicht, ob man das hört. Das haben wir gehört wahrscheinlich. Dass das einfach vom PS5-Controller kommt, ist so episch. Das ist ziemlich cool integriert auf jeden Fall. Happy Turtle! Immer raus hier, bitte, raus hier, wir cutten bis gleich, Leute. And the bass keeps running, running, and running. Hier muss irgendwas sein. My turtle senses are tingling. Ah! Sneaky ass! Shinra, fuck you! Erstmal das Shinra-Plakat abgerissen. Gotcha! You thought you could hide from me, didn't ya? Das ist so ein geiler Effekt, ich wünsche einen Soundeffekt, was auch immer. Hier ist der Effekt, einfach ein Feature, was cool geworden ist. Ja, danke schön. Danke, dass du mich aus dem Embarrassment rausgezogen hast. So, hier muss auch noch was sein. Safe. Aber hier war noch offen drauf. Kommt keine Turtle-Musik. Man hört hier keine Turtle-Musik, was ist los mit euch? Vorne wahrscheinlich auch nicht, oder? Nope, nichts. Wie viel haben wir jetzt überhaupt? Kannst du mal nachgucken? Da! Nein! Ich hab's hier, Eine Waffe ist da drin! Das ist eine Waffenkiste, Leute! Oh, ich bin hier mal schon hinten. Ja, hier wahrscheinlich. Ey! How could you? Cat Burglar. Was ist das denn für ein Bild? Loooooooo. Es hat nur für die Musik ist Techno, Turtle. Ja? Das ist so süß, die Bilder. Und guck mir die an, wie die Katzen da. Schau dir die Katze an. Die eine Katze hat was im Maul und zerfetzt es ein bisschen oder öffnet es. Die andere hier vorne hat auch Poster. Die beiden da zanken sich halt. Richtig episch. Der hier? Ne? Der hat ein Businessbuch. Von Shin. Natürlich.
Ich meine, sie sehen ja alle gleich aus, come on. Ist das hier? Different cat. Don't be turd, ne? No, was ist das? Nope. Von Avalanche. Du bist Gummy? Schau dich an, das ist so stylistisch irgendwie, ich mag's. Und auch diese Töpfe halt von Interlands. Und sie haben. Sie streiten sich. Comicbuch? Stamp natürlich, was sonst? Ja, Doppelstamp. Streiten sich um Stamp, Leute! Ich selbst halt ziemlich geil, ne? So ja, die stehen hier halt hardcore auf Stamp, was soll ich sagen? Und die Ding kann sie hier will ihren Kebab essen. Guten Hunger. Nope. Got the wrong cat. So sweet irgendwie, erinnert mich an. Irgendeine Katze, ich weiß nicht welche. Ah! Denkst du, bist sneaky? Oh, du bist unwichtig, shit. Different cat. Da ist eine Truhe! Hier okay. Hab ich diese ganzen Leute verprügelt, ne? Ah, und doch der Katze. Stimmt. Warum ist das? Zwei Supertränke. Er hat das hier alles hingestellt. Auch nach gute Frage, like legit, hä? Vielleicht wurden die einfach verjagt und jemand hat es viel geklebt. Gotcha! Flyer acquired. Episch. Wer denn? So ein epischer Tune. Ich liebe es. Sie läuft immer noch. Wo läufst du? Wenn der uns jetzt zum letzten bringt, ist er voll. Das wäre super sweet. Vor allem, wie lange man eine Katze einfach folgen kann? Die Ratten? Hallo Kiri. Legs. Tschüss Kiri. Ah, sie geht zu dem Hideout, wo die ganzen Katzen sind. Oh, sweet. Das ist auch ein sehr gutes. Es ist so schön, dass Detail, das alle ein Pathing haben und nicht teleportieren. Dass die hierher zurückkommt. Und sie geht Björn? Oh, sie geht weiter. Zeigt sie die Materie? Ja. Die geht zu Materia. Wie episch. Oh Gott, Cat kann ich schreien. Bitte. Come on, Bro, we have stuff to ja, do. Ja, aber die Katze. We have stuff to do! Hast du sie gehört? Zu dem Herzen. Oh, und die geht wieder zurück. Wow. Ja, hier muss das sein, ja, hier ist das letzte. The Beat, wo ist er? Links ist das. Okay, einfach. Genau, zerstör einfach die Turtle Rap des Kindes. Ja, sorry! Hier, nimm die Köpfe das aufbauen, tut mir leid. Oder die Bobby Cars, Alter, wie ist das bewegt? Mega nice. Bro, ich hab mir jetzt nicht im Kopf geworfen, das ist die Absicht, oder? Einfach DJ Take Turtle. It! You never stood a chance, little guy. And that makes six. Won't old Snapper be impressed when I rock up with these bad boys? La la la, dun dun da da, da da dun dun. Well, well, well. Look what the tide washed in. That's a 1, 2, 3, and a 4, 5, and I can't believe it, 6. We have a winner. 3 cheers for the Happy Turtles old conquering champion. Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip hooray! Please, it was a piece of cake. Only these Midgarian dummies would find that a challenge. Speaking of which, here, for a fellow tough nut. Would you look at that? The chow beans. Does this mean what I think it does? Well, what do you know? A real-life ninja paying old Snapper a visit. Truth be told, I'd love to have you round to the bar, but you got your hands full. Not to mention the whole underage thing. Still just a youngin', I suppose, ninja though you are. Well, I don't plan on moving from Midgar anytime soon, so once your shell's seen a bit more wear and tear, make sure to come on back. Whip you up the finest food and drink this side of Wutai. Only the best for you. La la la. Oh! Oh! Nice! Und die Trophäe. Was war die Trophäe? Das ist so sweet! Die Leute haben ja gesagt, dass, ich glaube, die Leute, die hier in Midgar leben, sind irgendwie neidisch geworden auf die in Wutai, weil die ein Schildkrötenparadies haben. Die haben jetzt hier in Midgar auch irgendwo ein Schildkrötenparadies aufgebaut. Oh, ich will sehen. Du hast einfach die Materie alle gekriegt. Mega nice. Episch. Ah, womit wollen wir das verbinden? Wahrscheinlich mit Heal dann später. Was? Womit wollen wir das verbinden, frage ich mich gerade.
Später. Das musst du dann selber sehen. Ah, jetzt können wir erstmal sowieso. Ja, der Part wird gleich enden. Geh nochmal rein. Wir hören uns das, noch das nächste Gespräch an und dann beendet. Ah, das ist klar, gut. Was ist das eigentlich für ein Poster, was kaputt ist? Könntest du auf irgendwas hinweisen? Ah, egal. Ja, no idea. Kubo in der. Vielleicht ist Sonon jetzt zurück. Sonon, bist du hier? DJ? Nayu? I'm back. Ah, there you are. Someone's been expecting you. What took you? Sorry about that. What? Just thinking how you're nothing like your old man. Anyway, it's nice to meet you. I'm Sonon Kusakabe. I was lucky enough to learn how to fight from good- Yeah, I don't want to talk about him. Let's talk about something else. Like how you've adjusted to life here. Indulging in adult pastimes. Which I guess means drinking yourself stupid. Last thing I need is my partner stinking like an over-the-hill has-been. Speaking of drinking, you been to the Happy Turtle? If you're part of Operation Down in One, I take it back. I am there next time you go. Don't worry, I can do adult stuff just fine. Well, I don't even know where to begin with all of that. But I do know I haven't heard of Operation Down in One. At any rate, I'm looking forward to working with you, boss. Boss? As in me? Well, I've got a few years on you, I'll admit. But out of us two, you've done this longer. I guess I have. Boss, huh? I could get used to that. Beats being stuck on the bottom rung, that's for sure. After we get the materia, we can celebrate your promotion at the Happy Turtle. Yeah, yeah! Stupid bird. Says the merchandise is good to go. Handoff's at a depot in municipal storage. Okay. Yuffie, Sonon, you mind coming along? Not at all. Need to scope out the city anyway. Really get to know the enemy. We'll be passing through a rough part of town, so you'll want to go prepared. I'll leave you to get ready. Hit me up outside when you're done, okay? Be right there. Oho. Gruppe beigetreten, Sonon Kusakabe. Hello there, fellow Dragoon. Ich weiß nicht. Was soll das? Es sieht halt mega heftig aus. Ja. Aber mich stört eine ganz bestimmte Sache halt an ihm so. Erzähl. Er macht halt für mich so einen anderen Charakter nach, der später irgendwann dazu. Braden, ja, nee, noch nicht. Doch. So stark finde ich es noch nicht. Die Waffe, mit der er umgeht. Das ist ein Speer. Ja. Ein Speer. Richtig. So meinst du das? Ich. Nicht, dass er so den Playstyle von ihm. Aber ich kann ja nichts. Ich rede ja einfach nur da vor mir her. Vielleicht machen die ja später was ganz anderes mit ihm. Ich weiß es ja nicht. Ich weiß, was du meinst. Ich meine, er ist nicht gleich, denke ich mal. Er hat noch keine, ne, im Mund gerade. Wir werden offscreen Sonon mal uns mal anschauen und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Von Final Fantasy 7 Remake Integrate. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bleibt clean! Und bis zum nächsten Mal. Until next time.